Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen snackigen Draft-Grundwissen-Ausgabe auf Blutzoll-Feuerball. Heute in der zweiten Folge soll es um Archetypen gehen. Das ist nämlich ein recht wichtiges Konzept, um weitere Dinge über Drafts zu verstehen. Wir werden heute die Fragen beantworten, was Archetypen sind, welche es wo gibt und wie man das überhaupt herausfindet. Zunächst mal, als Linguist muss ich natürlich die sprachlichen Grundlagen liefern. Archetyp ist griechisch für Urbild oder Original. In der Philosophie steht es für den idealtypischen Vertreter einer Idee. Das ist ein sehr guter Ansatz. Damit können wir auch im Magic-Bereich arbeiten, den merken wir uns. Archetypen im Draft sind Decks, die man draften kann bzw. sollte, gegeben den Voraussetzungen, die das Set mitbringt. Und welche Archetypen es gibt, variiert natürlich von Set zu Set. Es gibt einige Standardtypen, die oft wiederkehren. Es gibt sehr allgemeine Archetypen wie zum Beispiel Blau-X-Kontrolle oder sehr spezielle auf einzelne Karten fokussierte wie Killenfiend-Kombo. Und die Kenntnis der Archetypen eines Formats, eines Sets, hilft massiv beim Draften. Umgekehrt, die Ignoranz der existierenden Archetypen macht das Leben sehr schwer. Ein einfaches Beispiel dafür könnten zum Beispiel Ravnica-Draft sein. Da sind die Archetypen mehr oder weniger identisch mit den Gilden, die es gibt. Und wenn man Boros draftet in einem Set, was Boros gar nicht enthält, dann wird man schnell merken, das funktioniert nicht. Es gibt einige Evergreen-Archetypen, die ich einmal kurz beleuchten möchte. Das funktioniert oft unabhängig davon, in welchem Set man sich gerade aufhält. Aggro wäre maximale Priorität auf günstige Kreaturen. Die Qualitätsnachteile, die billige Kreaturen mit sich bringen, werden dadurch ausgeglichen, dass man Frühdruck macht und die ganze Zeit Fragen stellt. Das ist vergleichsweise einfach zu draften, halt einfach maximale Prio auf günstige, druckmachende Kreaturen, muss aber total sauber gespielt werden, weil dadurch, dass man eben nicht so hohe Kartenqualität hat, sind Fehler sehr, sehr teuer. Beispiel aus aktuellen Sets wären zum Beispiel sowas hier. Party Aggro lässt sich gut mit kleinen Kreaturen wie diesen hier draften. Ein weiterer Evergreen-Archetyp ist Kontrolle. Der ist im Draft aber wesentlich schwieriger als im Constructed. Denn Kontrolle muss reagieren und kann nicht proaktiv das Game diktieren. Das bedeutet, dass Kontrolle in der Regel nur gut ist mit Spoilern plus Removal plus Plan zum Überleben. Und wenn man solche Dinge aufmacht, also besonders die Spoiler sind halt meistens rare, dann lohnt sich ein Versuch, Kontrolle zu sein, ohne Spoiler oder wenigstens Dinge, die wirklich an sich gute Win-Options sind, lohnt sich der Überlebenskampf meistens nicht. Wenn man solche Removal oder solche Spoiler bekommt, dann kann man das Deck drumherum draften, versuchen zu überleben, bis man Spoiler Win-Con in Form von Dream Trawler, der halt sowohl den Gegner klein hacken kann, als auch vom Gegner nicht beantwortet werden kann. Wenn man sowas im Deck hat, dann lohnt sich es drauf hinzuspielen. Wenn man sowas nicht im Deck hat, dann wird man vermutlich schlussendlich vom Gegner besiegt werden. Dann lohnt sich der Überlebenskampf nicht. Ein weiterer Evergreen-Archetyp ist Midrange. Das ist irgendwo zwischen Aggro und Kontrolle. Man könnte es vereinfacht als Ansammlung guter Karten, möglicherweise auch in mehr als zwei Farben beschreiben. Es ist langsamer als Aggro, aber schneller als Kontrolle. Die Idee ist, man stabilisiert sich schnell genug gegen Kontrolle ein und stresst langsame Kontrolldecks an, sodass man einen soliden Mittelweg fährt, der allerdings auch in beide Richtungen zu schwach sein kann. So, wenn man halt nicht optimal zieht, kann man von Aggro überfahren werden oder wenn einem zu schnell das Gas ausgeht, kann man auch von Kontrolle besiegt werden. Ramble ist ein etwas speziellerer Typ, der nicht in jedem Set funktioniert, aber trotzdem in genug Sets, als ich ihn einmal kurz erwähnen möchte. Die Idee bei Ramble ist, dass man seinen Mana beschleunigt und Karten spielt, die andere Decks nicht spielen können, weil sie zu teuer sind. Und das ist offensichtlicherweise gut, wenn gute Ramp- und Card-Draw-Spells im Set sind. Natürlich auch wird Payoff in Form von großen, teuren, guten Kreaturen benötigt. Klassische Dinge sind zum Beispiel Cultivate, mehrere Länder raussuchen, Into the Story, vier Karten aus einer Karte ziehen. Die Mana-Kosten sind dabei relativ egal. Genau. Wenn man solche Karten im Set hat, kann man versuchen, einfach Ramp zu spielen, was im Grunde genommen eine spezielle Midrange- oder Kontrollvariante ist. Man braucht halt ein bisschen Payoff, man ist aber ein bisschen schneller als andere Decks, die nicht rampen. Zu guter Letzt gibt es auch noch spezielle Archetypen, die sehr set-spezifisch sind. Und da werden wir in den nächsten Folgen ein bisschen drauf aufbauen. Die neueren Sets spoilern die Archetypen über die Uncommons. Viele der letzten Sets, wie zum Beispiel
Zendikar Rising, was hier abgebildet ist, hat einfach pro Zweifarbkombination eine Uncommon, die so ein bisschen das Thema vorgibt. Und überhaupt sind bei Archetypen die Commons und Uncommons immer entscheidend. Rares und Mythics sind einfach viel zu selten. Natürlich kann man eine Rare first picken und drumherum draften, aber die eigentlichen Archetypen sind über die Karten definiert, die häufig im Set sind. In der nächsten Folge Draft Grundwissen schauen wir uns da mal ein Set Review Zendikar Rising aus der Perspektive der Draft-Archetypen an. Und das wird Review im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist keine Limited Preview, sondern es ist mitten im Format, wenn Leute schon Wissen akquiriert haben. Also sozusagen ein Post-Hoc-Perspektive über was sich etabliert hat. Ich freue mich auf weitere Gesellschaft auch bei diesen Videos. Bis dann!